Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Heute starte ich mit dem Bau von einem zentralen Drohnenlager, bevor wir mit dem Zentrallager beginnen. Alles weitere nach dem Intro. Gut, also ich habe mir das schon mal so ein bisschen vorbereitet hier. Wir starten mit dem Bau von den Drohnenplätzen. Hier hatte ich schon mal so einen kleinen Test, ob das auch so passt. Das sah eigentlich soweit ganz gut aus. Wenn das gleichmäßig mit dem Boden abschließt, habe ich mir da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Deswegen füllen wir uns mal schnell das Inventar auf. Davon brauche ich genau 40 Stück, hatte ich mir mal so ausgerechnet, wobei das nachher noch erweiterbar wäre dann auch. Ja, ich glaube, ich muss die wirklich unten bauen und drehen. Mal schauen, ob das so passt. So sieht das doch okay aus. Gut, dann bauen wir die alle von unten. In einer Reihe müssten, glaube ich, immer 10 rein. Na, hoffentlich habe ich genug alle Platten dabei. Das bezweifle ich irgendwie noch. Aber die wären ja jetzt auch nicht so weit weg. Das war schief. Ich baue mir nochmal schnell neu. So. Da fliegen immer noch diese Pakete hier rum. Die sind nach der Zeit doch etwas nervig. Weiter geht's. Mitgezählt hatte ich nicht, aber ich glaube, das sollte so passen. Das wären immer genau 10 dann. Dann hebe die nächsten 10. Gut. Kann nicht funktionieren. Richtig ist. Das sieht gut aus.
So, jetzt 8. Habe ich nicht vielleicht doch sogar mehr hier in einer Reihe noch? Leichter. Ne. Kann ich ja machen, was ich möchte, das geht nicht. So. Bisschen was fehlt doch noch. Ja, Stahlrohr müssen wir mal zurück tun. Funksteuereinheiten habe ich schon mal 5, das ist zu viel. Okay, Stahlträger habe ich dafür zu wenig. Das kommt auch da rein. Gut. Dann gehe ich mir nochmal schnell ein bisschen Nachschub holen. Schwere modularen Rahmen habe ich auf jeden Fall da hinten irgendwo liegen. Das müsste ich alles haben. Und schnell die Rotoren einpacken. Dann können wir auch schon weitermachen. Die letzten 10 setzen wir dann hier hin. Ich mache einmal hier die Palme weg. Aber eigentlich funktionieren. Ein paar kleinere Umwege. Genau. So. Also kommen hier die letzten 10 hin.
erstmal wohl etwas umbauen. Kann ich das? Ne, das passt noch nicht so ganz. Hier können wir ja wieder alles zumachen. So, dann schauen wir mal, wie weit ich jetzt komme. Hier nur noch da reinpassen. Das passt ja schon viel zu perfekt da rein. Sehr gut. So, als nächstes käme dann der intelligente Splitter da rein. So, schauen wir mal schnell, wie ich das denn am besten einstelle. Aber erst müssen wir das Speichern kurz abwarten. Genau das Problem dachte ich schon kommt. Okay. Ah, ich habe keine mehr. Bräuchte aber welche. Sollten aber doch eigentlich hier durchlaufen. Wo sind die Aluminiumplatten da?
ob das funktioniert so. Erstmal hier die Reihe und dann schaue ich mal, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, dann machen wir nämlich hier links und in der Mitte den Überschuss. So. Das können wir eigentlich auch so lösen dann. Ja, da geht's ja dann wieder raus. Da geht's rein und da geht's wieder raus, ja. So machen wir das doch einfach. Platten fehlen mir natürlich. Nur damit die Batterien da reinkommen. Also ich brauche da keinen Beton mehr.
Und dann machen wir überall schon den Eingang. Und dann machen wir dann überall schon den Ausgang wieder rein. Leicht daneben. Darauf hätte ich auch früher kommen können. So, dann bauen wir noch mal ein paar Aluminiumplatten, sonst reicht das ja auf gar keinen Fall. Die hätte ich mir besser auch sofort am Anfang mitgeholt, aber ja. Ist ja auch egal. Na toll. Beton hatte ich natürlich vergessen. Das heißt, ich müsste mir jetzt auch noch Beton holen gehen. Hoffen, dass der überhaupt reicht. Das können wir wegmachen, das wäre eine Probe. Dann das Kabel können wir eigentlich auch hier lassen. Dann gehe ich mal noch Beton und Aluminiumplatten holen. Die Montageleitsysteme laufen auch ganz langsam voll. Bis wir die 4000 erreicht haben, wird allerdings noch etwas dauern. Aber es ist ja okay so. Ich müsste noch eins tiefer. Gut.
Kiste holen wir einmal mit. Hätte man eigentlich auch direkt oben machen können. Aber es stört eigentlich auch nicht, wenn man das hier unten auf dem Boden macht. Weil ich ja eh nicht hier durch muss, sondern nur die Batterien hier transportiert werden sollen. Ich denke, ich mache da aber noch eins. So, das können wir wieder abreißen. Müssen wir das hier jetzt nur verbinden. Sehr gut. So, das kommt dann nach unten. Okay. Das war jetzt fast richtig. Gut. Dann könnte ich eigentlich alles andere hier unten machen.
Einmal speichern. Und dann hier das letzte noch schnell. Okay, dann müssen wir jetzt hier eigentlich nur noch teilen. Ich muss natürlich ein ganzes Kabel da hinten hin in den Container gepackt gehabt. Das brauche ich dann jetzt doch. So, dann werden wir das hier verteilen müssen. Das habe ich jetzt auch verkehrt umgebaut. Also da sollte der Eingang rein. Jetzt sollte das passen. War dann wohl nur das erste, was falsch umgebaut war. Okay. Dann können nämlich die Batterien auf jeden Fall schon mal da rein. Gut. Dann habe ich, glaube ich, fürs erste schon mal soweit alles fertig. Die Landeplätze sind alle gebaut. Das andere machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch mein Video gefallen hat,
abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.